Ich verstehe meine Voten, die ich jetzt abgebe als Input-Referat, die nachher ein bisschen die Grundlage oder den Rahmen für die Diskussion ebnen oder vielleicht eben auch aufzeigen sollen. Viele Dinge hat Herr Laux schon gesagt in seinem Quervergleich auf die Schweiz. Ich glaube, dieses Schwedenmodell gibt sicher dann noch zu diskutieren. Es ist ja jetzt hauptsächlich eine OSS-Sache, dieser Rahmenvertrag. Ich habe den Auftrag ein bisschen breiter verstanden, in dem Sinn, dass ich einfach mal ein bisschen die Rahmenbedingungen der Schweiz für Rahmenverträge allgemein aufzeigen möchte. Und dann können wir dann durchaus auf spezifische Technologien oder Märkte eingehen in der Diskussion. Ich denke, wichtig zu sagen ist, es gibt auch in der Schweiz Rahmenverträge. Also es werden auch Rahmenverträge bereits abgeschlossen von öffentlichen Auftraggebern. Obwohl, wie Herr Laux schon gesagt hat, es gibt keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage und Definition im Schweizer Recht. Das heißt also, OR bezieht sich nirgends spezifisch auf Rahmenverträge, sondern auf Verträge. Im Beschaffungsrecht finden Sie nirgends rahmenvertragliche Spezialbestimmungen, wie solche auszuschreiben seien, sondern da gelten die allgemeinen Ausschreibungsregeln. Also so gesehen, im Gegensatz eben zur EU, eigentlich keine gesetzliche Grundlage, auch nicht auf Verordnungsebene oder so, für die Vergabe von Rahmenverträgen. Nichtsdestotrotz ist unbestritten, dass Rahmenverträge auch ohne besondere Erwähnung im BÖB, nach BÖB eben vergeben werden können. Also dieses Konstrukt darf man anwenden. Die Frage ist jetzt eben, in welchem Umfang und wo sind die auch geeignet? Wann unterstehen solche Rahmenverträge überhaupt dem BÖB? Sie wissen das, es unterstehen nicht alle Arten von Aufträgen dem WTO bzw. eben dem Beschaffungsgesetz, wo wir also auch Anbieter aus anderen Mitgliedsländern des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zulassen müssen. Und da gilt einfach die Regel, ein Rahmenvertrag ist auszuschreiben, wenn der Beschaffungsgegenstand, über den die Einzelverträge abgeschlossen werden, wenn der unterstehen würde. Also wenn ich beispielsweise über die Wartung einer Applikation einen Rahmenvertrag mache, dann ist maßgeblich die einzelnen Aufträge, die ich nachher einzeln ausschreibe, Wartung, IT, wäre klar unterstellt, also auch ein entsprechender Rahmenvertrag dazu. Gut, dann vielleicht kurz eben mangels Definition, was sind die Besonderheiten eines Rahmenvertrags gegenüber einem sonstigen Vertrag, den wir aus dem OR kennen. Der wichtigste Unterschied eigentlich aus meiner Sicht ist, dass eben hier nicht schon präzise ein Auftrag abgerufen wird, sondern eher in Form einer Option die Konditionen, Preise und voraussichtliche Mengen für künftige Leistungsbezüge über einen bestimmten Zeitraum festgelegt werden. Das kann Nuancen haben, wie heute Morgen gesagt wurde, dass man vielleicht einen Grundauftrag gibt mal, dass man sich aber vorbehält, später optional und zwar einseitig als Auftraggeber weitere Leistungen abzurufen, und da sind dann die Konditionen eben bereits in diesem Vertrag festgelegt. Das ist mal das Grundkonstrukt, sage ich mal. Also weniger konkret und verbindlich als ein üblicher zweiseitiger synallagmatischer Vertrag. Dann entsteht eben, und das ist die Ähnlichkeit zur Option, die Bezugs- und Abnahmepflicht erst mit dem Einzelabruf. Also dadurch, dass wir einen Rahmenvertrag abschließen, haben wir noch keine Bezugspflicht, sondern erstmal den Rahmen gesetzt, die Bedingungen gesetzt, und nachher wird da eben regelmäßig abgemacht, dass man über einen Einzelabruf noch konkretisiert, Menge, vielleicht auch Details der Qualität, vielleicht, wenn man von Mini-Tender spricht, ist dann auch nochmal der Preis die Frage. Erst dann entsteht für den Auftraggeber eine Bezugs- und Abnahmepflicht. Dann sind wir eben, wie gesagt,
von den Verträgen üblicherweise gewohnt, dass die zweiseitig sind, ein Auftraggeber, ein Lieferant. Bei Rahmenverträgen kann das auch der Fall sein, in dieser Ausgestaltung, wie ich es gesagt habe, dass wir einfach mit einem Lieferanten dieses Vertragsverhältnis so offen regeln. Aber viel häufiger und eben jetzt auch entsprechend dem Beispiel, das er herausgebracht hat, es können auch mit mehreren Marktteilnehmern eben Rahmenverträge über denselben Leistungsgegenstand abgeschlossen werden. Und dann wird es natürlich eben speziell, weil dann kommt nicht nur die Frage, ja, welchen Leistungsgegenstand konkret, zu welchen konkreten Bedingungen, sondern nochmal die Frage, ja, mit welchem Vertragspartner eigentlich, bei wem rufe ich die konkrete Leistung ab? Und das wird eben dann festgelegt, und da gibt es verschiedene Modelle dann, also das sind alles grob Hinweise hier, eben diesen Minitender, dass man sagt, ja, innerhalb dieses Rahmenvertrags, wenn ich mit den konkreten Anforderungen auf euch Lieferanten zukomme, und zwar eben dann nur noch die Vertragspartner, müsst ihr mir jetzt konkret offerieren und wer jetzt die beste Verfügbarkeit, die beste Qualität, Preis, alles wäre im Rahmenvertrag vorzugeben, woran das beste Angebot dann eben im Minitender gemessen wird. Wer das bietet, der kriegt den Einzelauftrag in dem konkreten Fall. Und das sind dann eben mehrere über den Zeitablauf. Also wir haben den Minitender. Oder es kann eben auch ein anderes Verfahren, vielleicht hören wir danach in der Diskussion noch, was vielleicht Sie auch machen, wie Sie nachher innerhalb von einem Rahmenvertrag mit mehreren Anbietern nachher den konkreten Lieferanten auswählen. Das kann auch oder muss eigentlich von Transparenzgründen her im Rahmenvertrag eigentlich weitgehend festgelegt sein oder bestimmbar sein. Das zu den Besonderheiten eines Rahmenvertrags. Diese beiden Aspekte, würde ich sagen, eben, die sind sehr nah bei Optionen. Das hier ist eigentlich etwas Ähnliches wie die ständigen Leasen, die man ja im Beschaffungsrecht auch kennt. Also dass man sagt, wir wählen mal die geeignetsten Anbieter aus und nachher, wenn wir eine konkrete und auch prüfen die auf die Eignung, sagen, das ist die Liste von geeigneten Anbietern und wenn wir einen konkreten Auftrag haben, dann lassen wir den Lieferanten auf dieser Liste zukommen, lassen aber regelmäßig auch Dritte zu. Also wir haben wieder den vollen Wettbewerb, haben aber schon eine Vorprüfung der Eignung. Das vielleicht als kurze Abgrenzung zu anderen Instituten des Beschaffungsrechts. Jetzt warum? Ich sage da mal vier Gründe, warum man auf die Idee kommen könnte, den Wunsch haben könnte, einen Rahmenvertrag abzuschließen statt eines konkreten zweiseitigen Vertrags. Nachher wird dann Jörg Sager vom BIT noch konkrete Beispiele bringen, wo das eben in der Bundesverwaltung auch bereits getan wird. Nach meiner Wahrnehmung ist die Ausgangslage regelmäßig so, dass man weiß, man wird, ich sage jetzt, über die nächsten 4-5 Jahre einen Bedarf haben. Man weiß aber noch nicht, welche Menge genau, das entwickelt sich. Man kann es noch nicht genau abschätzen. Sicher ist, dass man braucht, aber man weiß noch nicht, welche Menge und man weiß auch noch nicht genau, in welchem Zeitpunkt. Und da möchte man eigentlich vorspulen, gerade bei uns in der Bundesverwaltung, wo man eine Vielzahl von Bedarfsstellen hat, dass man nicht jedes Mal, wenn eines der 82 Ämter dann den Bedarf wirklich abruft, jedes Mal eine neue WTO machen muss, dass man das einmal macht über eine Menge, die eigentlich reichen sollte, damit man eben so einen Rahmenvertrag abmachen kann und dann eigentlich eben nur noch abrufen muss. Das ist einerseits eine Zeitfrage. Ein Rahmenvertrag, so ein Abruf, den kann man je nach Komplexität in 1 bis 3 Wochen hat man so einen Minitender abgewickelt. Wenn man jedes Mal ein WTO-Verfahren machen muss, muss man regelmäßig mit 4 bis 6 Monaten rechnen, manchmal auch mehr, je nach Komplexität. Es ist auch eine Frage der Transaktionskosten, also wie viel Mal muss ich ein Ausschreibungsverfahren machen, wieder verhandeln, müssen die Anbieter wieder offerieren, also das sind volkswirtschaftlich einfach Kosten, schlägt keine Geiß weg und die will man nicht unnötig häufig auf sich nehmen.
Und wir haben eben hier den Flexibilitätsbedarf zeitlich, dass wir schnell abrufen können, aber trotzdem eben die Vergabebestimmungen einhalten. Also das ist die Herausforderung, sage ich mal, zwischen diesen Praxisbedürfnissen und eben den Anforderungen an das Beschaffungsverfahren. Da kann ein Rahmenvertrag die Lösung sein. Wir kommen dann darauf, wo es vielleicht eben geeignet ist und wo eher nicht. Jetzt eben, wir haben keine gesetzliche Grundlage, das gibt uns mal Spielraum, wunderbar, das wünschen wir uns alle, das ist fast wie wenn wir privat einkaufen gehen. Aber eben, es gilt Beschaffungsrecht und da ist man sich einig, auch wenn das eben nirgends so konkret steht, aber nachdem man sagt, Rahmenverträge sind zulässig und müssen nach FÖB ausgeschrieben werden, gelten auch die Beschaffungsgrundsätze, sprich die wichtigsten: Transparenz, Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung. Haben wir heute schon öfters gehört, in verschiedener Gewichtung. Und die gelten aber. Also das sind die Grundsätze, die wir einhalten müssen, auch wenn wir einen Rahmenvertrag vergeben. Auch die Verfahren sind dieselben. Also ein Auftragswert und Beschaffungsgegenstand bestimmt, welches Verfahren wir einhalten müssen. Jetzt gibt es einen Artikel 15, Ziffer 7 GPA, der besagt, dass Optionen zulässig sind oder eigentlich sogar man sinnvollerweise die tut, die macht, aber dass das nicht dazu führen darf, dass man quasi eben die Grundsätze des GPA umgeht. Sprich, es darf nicht dazu führen, dass man einen Rahmenvertrag über, ich sage jetzt heute ist 8 Jahre gefallen, einen Rahmenvertrag über 8 Jahre macht, sagt, ihr seid unsere 4 Anbieter und den Leistungsgegenstand aber noch völlig offen lässt, aber jedes Mal nur noch den Wettbewerb innerhalb dieser 4 Anbieter macht und sich quasi so dem Beschaffungsrecht und vor allem der rechtsmittelmäßigen Überprüfung entzieht. Das geht nicht. Also das verbietet schon dieser Artikel 15, Ziffer 7 GPA. Auch die EU-Richtlinie hat das festgehalten und hat gesagt, Rahmenverträge, die hat dann nicht mehr Optionen gesagt, sondern Rahmenverträge dürfen nicht dazu führen, dass man eben den Wettbewerb umgeht hauptsächlich. Und ein weiterer Ausfluss aus dieser Anforderung ist eben das Leistungsinhalt, also was beschaffen wir. Wir können nicht einfach sagen, Dienstleistungen im IT-Bereich für die nächsten 4 Jahre. Geht nicht. Das sind ganz unterschiedliche Märkte. Also wenn das marktübergreifend ist und eben für lange Zeit, dürfen wir da nicht einfach den Markt zumachen und sagen, so, wir haben ja mal einen Rahmenvertrag ausgeschrieben, wurde nicht angefochten und jetzt können wir da Minitenders Agogo machen und da kann niemals mehr jemand das überprüfen lassen. Das geht nicht. Das sind die Grenzen des Rahmenvertrags, sage ich mal grob gesagt, in der Schweiz. Ich lasse es mal hier, wir können dann weiter diskutieren, werden sicher Fragen kommen zu dieser Aussage. Vielleicht ein Statement, das wäre wahrscheinlich dann der große Challenge, wenn man das Schweden-Modell 1:1 in der Schweiz einführen möchte oder imitieren möchte. Da gäbe es dann ein paar Fragezeichen. Gut, jetzt wie gesagt, was sind die Unterschiede Schweiz-EU? Ich sage, die sind nicht so groß von der Theorie und von den Inhalten her. Also ich würde praktisch alles, was in diesen EU-Richtlinien steht, unterschreiben und sagen, okay, wenn man es so macht, dann ist das okay, ja auch beschaffungsrechtlich. Aber dann geht es an die innerstaatliche Umsetzung. Und da sind dann eben große Unterschiede. Und da würde ich mal sagen, wenn wir auf dem EU-Richtlinienniveau bleiben, dann könnten wir das oder vieles auch in der Schweiz machen, wenn eben die Beschaffungsgrundsätze eingehalten sind. Sonst nicht. Darum sage ich hier, was die definieren an Arten von Rahmenverträgen und was die sagen, wie das vertragsrechtlich einzuordnen ist, da würde ich sagen, das ist in der Schweiz und in der EU sehr vergleichbar und übertragbar. Wo wir aber Unterschiede haben, ist
Ich würde hier das Ausrufezeichen setzen in der vergaberechtlichen Umsetzung. Also über wie lange Dauer, in wie breiten Märkten oder über wie breite Märkte kann man Rahmenverträge abschließen oder eben nicht. Ich denke, da wird das große Diskussionsthema sein nachher. Danke für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.